Hi und herzlich willkommen bei Bauboom Bang und zu einem neuen Project Bang. Dies ist ein Hack. Ein IKEA-Hack, ein Möbel-Hack, völlig egal von wo ihr es habt. Es geht um ein altes Möbelstück, was wir nicht wegschmeißen wollen, sondern was wir pimpen wollen. Und das ist nicht einfach nur eine coole Farbe auftragen, sondern eine Komplettveränderung, was auch du mit einem bestehenden Möbelstück realisieren kannst. Also nicht wegschmeißen, sondern aufpolieren und richtig, richtig cool machen. Mein Problem mit dem Elefant bei uns im Haus, irgendwie so heißt das Sprichwort, glaube ich. Da ist der Elefant auf unserem Flur und man sieht eigentlich auch schon direkt, es passt eigentlich komplett gar nicht dahin. Ja, viel zu tief für diese Stelle, man kommt gar nicht richtig aus dem einen Zimmer raus. Aber wie es so ist, es gibt einfach genügend Baustellen. Die Idee ist, jetzt erstmal auseinandernehmen und dann in der Tiefe fast halbieren. Erstmal alles auseinanderbauen und überhaupt verstehen, warte mal, wie wurde die damals aufgebaut. Aber das ist der Vorteil, es ist natürlich alles super, super simpel. Mit diesen Zapfenverbindern, die dann einfach mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher gelöst werden können. Deckel auf und alles andere halt eben auch auseinander. Und da, wo es nicht sofort geht, mit einem kleinen Schlag, zack, zack. In der Werkstatt angekommen mit allen Einzelteilen, ne, da werden hier diese Zapfenverbinder mit denen, ich weiß nicht genau wie die heißen, halt alle rausgenommen. Alles weitere, in dem Falle die Schubladenführung auch alle demontiert. Alles was hier an Schrauben und sowas, wie bei jedem Projekt natürlich demontiert, sammelt es an einem Ort, damit ihr das auch wiederfindet. Bei den Schubladen sind solche Kunststoffdübel verbaut. Mit einem kleinen Schlag macht ihr nichts kaputt. Der Dübel kommt ein bisschen raus und dann könnt ihr mit einer Zange das hervorragend lösen. Den Unterboden noch rausziehen. Und hier seht ihr eben diese Zapfenverschlüsse. Auch hier alles demontieren, die Griffe von der Rückseite, alles schön zur Seite legen. Jetzt wird mit erstmal einem 60er Korn alles geschliffen und der Lack, der alte, kommt ab. Die Kanten auch hier vorsichtig abschleifen, so dass ihr euch keine Dellen oder Macken reinschleift. Ihr habt vorhin schon gesehen, ich hatte einiges an Macken und Kanten natürlich durch die Nutzung. Mit einem faserverstärkten Kit werden alle Löcher gefüllt, bisschen trocknen lassen, schleifen, fertig. Jetzt markiere ich mir erstmal alles, was ab muss. Die Füße möchte ich nachher abschneiden und dann gemessen, ich habe ungefähr Platz von 30 cm anstatt eine Kommode von 55. Dementsprechend markiere ich mir, wo ich die Kommode teilen möchte und wir starten erstmal mit der Deckplatte. Hier kann ich wiederum nur sagen, ich bin mega, mega glücklich mit meiner kleinen Tischkreissäge, die ich jetzt schon 6 Jahre habe und ich bin wirklich super, super happy. Die Schubladen natürlich so wie mit allen Teilen von den Schubladen muss ich ein bisschen weiter kürzen als das Außenelement. Jetzt kommen die Füße ab. Komischer Moment. Aber es wird nachher besser aussehen. Auch die Schubladenführungen müssen in der Länge der Schubladen natürlich getrennt werden. Und jetzt werden die Seitenteile, welche die kompliziertesten Stücke sind zu teilen, getrennt voneinander. Da in der Mitte solch ein Futter eingelassen ist, muss man oder säge ich halt sehr, sehr vorsichtig.
Mit dem richtigen Werkzeug könnt ihr einfach arbeiten und es geht wie Butter durch. Und hier kommt jetzt mein Trick, denn das Gegenstück, das heißt den äußeren Teil, trenne ich jetzt vom Restfutter. Also ihr seht, den mittleren Teil, das ist das, worum ich die Kommode insgesamt kürze, von der Tiefe her. Und wichtig, immer einen Schiebestock verwenden. Und das abgeschnittene Stück passt jetzt perfekt an unsere Futterseite dran. Und es ist so, als wenn nie was gewesen wäre. Mit meiner Dominofräse verbinde ich jetzt das, was ich natürlich abgeschnitten habe, wieder perfekt und formschlüssig an das bestehende Teil dran. Mit einer Dominofräse müsst ihr euch einmal die Verbindung jeweils anzeichnen. Durch das obere Guckfenster könnt ihr genau die Position ausmachen, reindrücken, fertig ist das Dominoloch. Jetzt kommen die Dominos rein. Die sind so gefräst, dass man sie wirklich tatsächlich einfach direkt so mit der Hand einfach reindrücken kann. Zur Not nehmt ihr euch noch einen Gummihammer. Jetzt kommt überall noch ein bisschen Weißleim drauf, damit das Ganze auch wirklich hält. Immer wieder toll, wie wunderbar und präzise das nachher zusammenpasst. Ich liebe den Dominofräser. Mit ein paar anständigen Schraubzwingen wird das Ganze jetzt miteinander verzwingt und trocknen gelassen. Man kann nie genug Zwingen haben. Die passende Farbe für unser Projekt habe ich mir im Baumarkt meines Vertrauens schön anmischen lassen. Und mit einer Lammfellwalze wird das Ganze jetzt aufgetragen. Ziel ist, in 2 oder in 3 Schichten alles aufzutragen. Und wir starten auch hier mit der größten Fläche. Ich verteile erstmal ein bisschen natürlich immer von dem Lack. Und an manchen Stellen habe ich einfach nicht alles komplett weggeschliffen. Also wundert euch nicht, das funktioniert hervorragend. Nach einer Trocknungszeit von 6 Stunden kann ich mit meinem Schleifschwamm die erste Schicht anschleifen. Kleine Bläschen und so weiter, was ein bisschen passiert ist, wird weggeschliffen und die nächste Schicht kann ran. Ein paar anständige Lammfellwalzen kann ich euch wirklich extremst empfehlen. Das Lackbild mit ein paar Durchgängen mit zwischendurch Schleifen ist einfach unschlagbar gut. Es wirkt wie ein bisschen gefuscht, aber wundert euch nicht, alles was ich nachher nicht mehr sehe, streiche ich natürlich auch nicht. Jetzt kommen wir zu den Füßen, die ich konstruieren möchte, und hierzu habe ich 2,5x2,5 Edelstahl Vierkantrohr gewählt, welches ich jetzt erstmal auf 13 cm abschneide. 4 Stück davon. Und die dann natürlich anständig entgraten. Das Ganze mache ich einfach mit einer kleinen Stahlfeile. Wunderbar funktioniert das. Mit einem 3D-Drucker konstruiere ich mir gerade den Kontaktfuß, so nenne ich es jetzt mal. Mit ASA gedruckt ist das jetzt ein Inlay, was genau da reinpasst. 2,2 mm x 2,2 mm und dann für eine 5er Schraube
mit Linsenkopf. Passt da perfekt rein. Die kommt entgegengesetzt hier rein. Passt perfekt. Und wie ich die gleich konstruiere, seht ihr, wenn ich hier mit meinem Zusammenbau fertig bin. Alle Teile sind jetzt anständig getrocknet, geschliffen und so weiter und so fort. Mehrfach natürlich angestrichen. Alle Verbindungen werden wieder installiert. Und es passt natürlich genauso super, wie es vorher auch war. Die getrockneten Wangen kommen jetzt auch hier dran. Immer wieder schön, wenn es dann nachher an den Zusammenbau geht. Manchmal muss man auch mit der flachen Hand einfach nachhelfen. Jetzt kommt der Deckel drauf, um auch langsam eine gewisse Steifigkeit wieder in die Kommode da reinzubringen. Ja, und hier sieht man, was passiert, wenn nämlich genau das Gegenstück für unseren kleinen Bolzen nicht richtig positioniert ist. Denn dann bekommt man den Bolzen da nicht rein und dann kann man so lange drücken, wie man möchte. Die Schubladen lassen sich natürlich genauso simpel und einfach wieder zusammenbauen. Und hier kommt jetzt gleich ein Trick und deshalb alles das, was ihr gekürzt habt, schmeißt es nicht weg, denn jetzt spätestens braucht ihr es. Denn ich nehme das abgeschnittene Stück der Schublade, um mir meine Löcher für die Kunststoffdübel vorzubohren. Ja, wer faul ist, braucht Ideen. Mit einem 6er Bohrer wird hier gebohrt und dann mit einem Gummihammer, denn das geht nicht mit der flachen Hand, kommt der Kunststoffdübel wieder rein. Hier haben wir jetzt unsere Füße und das Ganze ist schon wieder oben im Flur untergebracht, denn in der Werkstatt ist einfach dann doch nicht genügend Platz. Mit dem kleinen Schraubenzieher wird einmal vorgedrückt, da haben wir unser Loch zum Vorbohren. Dann bohren wir mit einem 3 mm Bohrer vor. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil mit einer 5er Schraube, wenn ihr die einfach so ins Holz reinknallt, dann wird euch das Holz auseinanderdrücken und dann habt ihr unschöne Risse. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt hier mit dem Torx können wir die Schraube von unten anziehen. Perfekt. Ihr seht, so können wir die randrehen dann. Eigentlich könnt ihr den Fuß drum lassen, deshalb habe ich es genauso konstruiert. Aber für euch jetzt hier vor der Kamera wollte ich es euch halt einmal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Schönes Beispiel für Filmen und Bauen gleichzeitig. Immer wieder eine Herausforderung, was ich natürlich aber total gerne mache. Die Kommode von hinten, ja, so sieht sie gekürzt aus. Und mein Plan ist aufgegangen, es hat funktioniert. Die Rückwand wird wieder dran genagelt und dann könnt ihr gleich das Ergebnis sehen. Das
war dieses wunderbare Projekt. Und das war, wie gesagt, eben, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, nicht einfach nur Farbe. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, wie kann man das machen, was kann man machen. Man braucht keinen Computer, man braucht einfach gar nichts, einen Bleistift, eine grobe Zeichnung, eine Idee, das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und zeigen, dass man Sachen nicht unbedingt wegschmeißen muss und dass man einfach was komplett Neues daraus machen kann. Es funktioniert trotzdem und jetzt noch besser, als es vorher funktioniert hat. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Also lasst mich gerne wissen, was ihr zu diesem Projekt sagt. Kommentiert fleißig. Bleibt einfach dran bei Bauboombang. Checkt eins der anderen Videos von meinem Kanal oder auch gerne von meinem neuen Bauboombang React-Kanal. Ist natürlich auch unten verlinkt. So, und alle Teile und alle Sachen aus dem Video sind auch unten verlinkt, was ich benutze. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt Bauboombang treu. Bleibt gesund. Tschüss. Schönen Tag noch. Nein, nicht tschüss. Dranbleiben. Dranbleiben. Die Farbe ist schon trotzdem sehr, sehr geil. Seidenmatt.